zurück zu diesem Video Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns in Polen, direkt hinter der deutschen Grenze, und wir schauen das Hydrierwerk Pölitz AG an, die Ruinen der Fabrik für synthetisches Benzin. Ich lese euch das mal vor. Die Fabrik produzierte in den Jahren 1937 bis 1945 einen Kraftstoff, der aus Kohle hergestellt wurde, und lieferte ihn an die deutsche Armee. In der Fabrik arbeiteten Gefangene aus den umliegenden Lagern, unter anderem aus der Filiale des Konzentrationslagers Stutthof. In den Jahren 1944 bis 1945 bei zahlreichen Luftangriffen zerstört. Die Fabrik gehörte auch zur Pölitzer Enklave, die in den Jahren 1945 bis 1946 von der Sowjetunion gegründet wurde. Seit 1946 unter polnischer Verwaltung. Zurzeit gibt es hier einen Erlebnis- und Bildungspfad, der von der Gesellschaft der Freunde Pölitzer Land Skarb gepflegt wird. Jeden Sonnabend um 13 Uhr erwartet sie einen Führer für diesen Pfadfinderweg. Wir werden uns diese Anlage heute auf eigene Faust erkunden, Alessandro und ich. Ja. Und mein Überleben. Dann, genau. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Also hier steht überall Kameraüberwachung, aber ich weiß jetzt nicht, was die überwachen wollen, weil die Anlage ist eigentlich nur noch eine Ruine. Aber ihr seht selber, da vorne ist eine Alarmanlage. Und das war mal so ein Pförtnerhäuschen hier, ne? Ja, absolut. Seht ihr das? Wir können ja mal reinschauen. Also, wie ihr gerade gehört habt, hier wurde Benzin, sprich Treibstoff für die Kriegsindustrie hergestellt. Und nach dem Krieg wurde die Anlage von den Russen weiter genutzt. Und die Anlage gehörte der IG Farben. Und die IG Farben wurde irgendwann mal geschlossen bzw. enteignet. Also die IG Farben hat das Gas Zyklon B hergestellt. Und damit wurden die Insassen der Konzentrationslager umgebracht. Tausendfach, millionenfach. Und deswegen hatte man die relativ spät, ich glaube sogar in der Bundesrepublik 1970, irgendwie in den 70er Jahren, hatte man die dann enteignet und geschlossen. Aber ich schreibe euch nochmal das richtige Datum oben rechts rein. Und wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Also, so wie geschrieben, es gab eine Nachnutzung. Kabeldiebe waren natürlich auch schon da. Maximale Zerstörung kehrte ein. Viel ist nicht mehr zu sehen, aber das ist ein schönes Foto wert. Da werde ich gleich noch ein schönes Foto machen. Vorne geht's runter. Das ist der Museumsbunker. Du hast recht. Nee. Nee, ist ein anderer? Stimmt, du hast recht, das ist zu nah. Wir gucken uns das gleich mal an. Also, das ist die Verladerampe. Wie wir hier gerade sehen, die LKWs sind hier rückwärts rangefahren. Scheint auch moderner zu sein. Ne? Ist auf jeden Fall moderner. Ja, und dann wurden hier Waren ein- bzw. ausgeladen und dann in aller Welt. Aber hier die Betonplatten auf dem Boden, die sind noch aus der damaligen Zeit. Da hinten die Pflastersteine, definitiv moderner. Das ist nur eine Wand, ne? Ein Fundament von einem Haus. Nein. Ein Haus ohne Fenster oder was? Nee, oben das Zeug ist weggerissen. Das ist nur ein Fundament unten. Siehst du? Ja, es ist nur ein Fundament. Es ist nur ein Fundament vom Haus. Da ist der Bunkereingang, Leute. Und da ist der Hund, Wachhund. Der ist ein bisschen aggressiver, der ist ein bisschen interessierter. Aber guck mal, er kommt direkt auf mich zu. Oh, hallo! Hi, good morning! Hi! Na, du armer Kerl mit den ganzen Fliegen. Das nervt doch bestimmt, oder? Willst du ein bisschen Gras hier von der Seite? Komm, ich geb dir mal ein bisschen was. Willst du das haben? Hast du Bock drauf? Ja, ne? Fein. Oh, guck mal, mich stören die Fliegen jetzt schon. Oh, guck mal, der kommt zur Seite. Hi, darf ich mich streicheln? Ja, und du?
Aua! Oh, ihr müsst ja. Ach, überall Mücken. Ach, die armen Viecher. Das tut mir richtig leid für euch. Nee, oder? Doch, sonst wären die Pferde ja schon weg. Voll schön, oder Leute? Pferde sind ja wie große Hunde. Ja. Nee, der ist schon schlau. Na du? Ja, fein. Du bist ja fein, ne? Boah, sind die groß. Das sind die Bewacher des Bunkers. Ja, wir können doch da drunter. Ja, wir können doch da drunter herklettern. Aber die müssen erstmal zur Seite. So, Pferdchen sind wieder zurück. Ventil. Auch hier. Hier ist eine Wand eingezogen. Falls eine Detonation kommt, dann wird die hier gebrochen. Wirklich viel konnte der Bunker natürlich nicht aushalten. Ja, hier wurde scharf geschossen. Aber ist wahrscheinlich mit Luftdruck. Eine Zeitung. Alten Lampen. Man muss immer auch auf den Boden gucken, wegen der Relikte. Und hier haben wir auch nochmal die Beleuchtung an der Decke. Haben sich ganz viele Leute verewigt. Und hier kommen schon die Stalaktiten runter. Da bin ich jemandem wirklich dankbar, der mir noch gesagt hat, dass es Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten gibt. Wie man sich das merken kann, werde ich euch jetzt nicht sagen. Vielleicht habt ihr das aber aufgrund meiner Betonung vielleicht auch wahrgenommen. Jetzt gehen wir wieder raus und hoffen, dass die Pferde nicht davor stehen. Relativ unspektakulär, aber trotzdem interessant, weil dieser Bunker natürlich aus der Zeit des Nationalsozialismus ist und zu diesem Hydrewerk dazugehört. So, da vorne sind die beiden Pferde und jetzt gehen wir mal ganz schnell hier durch. Also in der Regel haben die ja so 60.000, 80.000 Volt. Und so, da vorne kommen wir her. Und hier sehen wir noch die Diagonalschrankanlage von damals. Und alles voller Mücken. So, hier sind sogar noch die originalen Beleuchtungen, das Pförtnerhäuschen. Oh, Leute, ich bin komplett zerstochen. So, da sehen wir, dass die Anlage noch aktiv ist, also teilaktiv ist. Und wir haben gerade einen Einheimischen kennengelernt. Der hat uns gesagt, wo wir lang müssen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier gleich auch alles finden. So, da ist eine Panzerwaschstraße, beziehungsweise nicht Waschstraße, sondern wahrscheinlich eine Wartungsstraße. Die gucken wir uns natürlich als erstes an. Und da sieht man auch ganz klar, damit der Panzer oder das Fahrzeug nicht runterrutscht, gibt es hier diese Schienen als Begrenzung. Und dann konnte das Fahrzeug hier gewartet werden. Und hier ist sogar noch alles voller Öl. Also vielleicht fahren hier noch Anwohner ihre Fahrzeuge hin und reparieren die hier. Kann gut sein, ne? Ja? Jo, da ist noch das ganze Öl. Ist natürlich für die Natur weniger cool. So, da scheint ein Wendeplatz zu sein. Und da vorne sind schon weitere Gebäude. Der Alessandro hat gerade etwas entdeckt, was für viele vielleicht völlig normal oder auch vielleicht gar nicht
bemerkenswert ist, aber schaut euch mal an, das ist ein Relikt aus der NS-Zeit und wir sehen hier sogar noch den Stacheldraht. Und das war damals die Grenze der Anlage. Da vorne haben wir auch nochmal deutlich stabiler. Die gehen natürlich in einer Flucht hier runter. Hier haben wir nochmal ein Pförtnerhäuschen. Da hinten haben wir eine Durchfahrt. Und das Ganze hier natürlich auch. Wir befinden uns also jetzt außerhalb der Anlage, müssen wir sein, ne? Weil die gehen nach innen. Das bedeutet, wir sind an der äußeren... Wow, guck mal da! Guck mal! Mega! Mega! Ich glaube, wir sind da, Leute. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg reinfinden. Wir sind jetzt in der Anlage, genau. Vielleicht gab es auch mehrere Sperrgürtel. Aber das Ding ist natürlich hier Rakete. Erstmal gucken, dass wir hier heilen Fußes durchkommen. Aber schaut euch das mal an. Das Ding ist bestimmt 17 Meter hoch. Ja, 15 Meter vielleicht. 12, 13 Meter. Und teilweise schon eingestürzt. Aber Teile stehen noch. Wir gucken mal, dass wir das von der anderen Seite sehen, weil wir das Problem hier haben mit dem Gegenlicht. Puh, alles voller Spinnen. Boah. Oh, schaut euch das mal an. So, willkommen in Pölitz Hydrierwerk, wo in der Zeit des Nationalsozialismus für die Armee Treibstoff jeglicher Art hergestellt wurde. Von Kerosin bis Benzin. Und hier sehen wir noch die Relikte aus der damaligen Zeit. Richtig. Oh, und alles voller Mücken. Leute, wenn ihr mal hier hinkommt, nehmt auf jeden Fall Mückenspray mit. Das ist ja, ich bin komplett zerstochen. Der Alessandro noch mehr, weil er süßes Blut hat. Bei mir gibt es nur saures Blut. Och, juckt das. Hier ist nichts. Aber ach, schaut mal. Und es gibt, glaube ich, sogar Beschussspuren. Oder es sind nur Abplatzungen, weil die Wand nachgegeben hat. Aber riesig. Ja, wir tun ja schon vieles, aber reingehen werden wir hier nicht. Das ist einfach zu gefährlich. Ja, da ist alles noch voll. Boah. Ja. Boah, ist das eklig. Ist das eklig. Und unangenehm. Also ich wollte eigentlich zum Brandwachenturm, aber wir gehen jetzt erstmal hier im Wald die Reste der Anlage uns anschauen. Und alles voller Wildschweine, oder? Guck mal auf den Boden. Und guck mal hier! Da den. Er hat einen Mönnbunker gesehen, dann habe ich den auch gesehen und da gehen wir natürlich erstmal direkt hin. Eine Splitterschutzzelle, so nennt sich das. Ein Mannbunker oder Splitterschutzzelle. So sieht das da drin aus. Eine Spritze liegt da drin. Eine Spritze liegt da drin. Und das war der Ausguck, damit man sehen konnte, was passiert. Das ist so geformt, dass man halt einen relativ guten Winkel hatte. Aber das Loch in Simme war sehr klein, da konnten kaum Splitter durch. Spannendes Ding. Die Frage ist, wofür die waren. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und schaut mal, die Anlage. Oh, juckt das alles. Es juckt einfach alles. Die Frage ist, ob es gesprengt wurde oder ob es über die Jahre einfach eingefallen ist. So, parallel läuft gerade noch mal eine Premiere auf YouTube. Ich habe gerade immer mal wieder reingeschrieben und die Menschen haben zum Glück auch Verständnis, dass ich nicht jede Frage beantworten kann. Also ihr habt Verständnis. So, schaut euch das mal an. Komplett. So, da gehen wir ganz kurz rein für ein Video von innen, damit ihr einfach mal so eine Halle oder die Reste der Halle gesehen habt. Oh, oh, oh. Und dann gehen wir aber weiter, weil das ist nicht schön.
mit den Mücken. So, hier. Boah. Unvorstellbar, wie viel Kraft die gewütet haben muss. Und es waren immer Löcher in den Zwischendecken, weil die Maschinen von den jeweiligen oberen Etagen dann das gefertigte Material dann nach unten gebracht haben. Schwerkraft und so, ne? Da musste man nicht so viel Energie aufwenden. Okay. Ich würde vorschlagen, wir suchen jetzt die, Behälter, wo das Rohöl beziehungsweise Mineralöl dann auch zwischengelagert wurde, bevor es dann an die Front gebracht wurde. Bin ich komplett zerstochen. Mein ganzer Rücken ist voller Mücken, Leute. Und der ganze Wald ist voller Bunker und Ein-Mann-Bunker. Und hinter mir ist direkt wieder einer. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Der sieht ja klasse aus. Sieht ein Bunker, ein Mann-Bunker von innen aus. Da seht ihr die Ausgucke und den haben sie hier wirklich wie einen Mensch darstellen lassen oder wie so eine Zyklopenfigur. Alexander ruft mich und das, was wir gerade auch entdeckt haben, die sogenannte Todeszone. Ach, da sind andere Personen. So, hier seht ihr die sogenannte Todeszone. Da geht auch ein Weg lang. Das war natürlich damals die Todeszone. Da vorne ist ein Zaun. Oh. Und hier ist ein Zaun und dazwischen war alles voller Minen und wurde... Also der kennt die Leute. Der kennt die Leute. Mal gucken, mal gucken. Also die haben sich auf jeden Fall Hallo gerade gesagt. Mal schauen, wer das so ist. So, er wollte nicht direkt auf die Kamera, aber wir haben uns gerade gut unterhalten und es fühlt sich schon cool an, wenn man mitten in der Pampa ist und dann erkannt wird. Schon cool, oder Alessandro? Ja, war lustig. Ja, war schon cool. Also der Treibstoff musste natürlich an die Front gebracht werden. Und das hat man natürlich dann unter anderem mit der Bahn, aber auch mit LKWs gemacht. Und das hier ist ein alter Verladebahnhof. Und wenn man sich das vorstellt, es ist alles aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und heute ist hier gar nichts mehr los. Und früher war das eine der wichtigsten Anlagen im Deutschen Reich, weil die Kriegsindustrie kann natürlich nur funktionieren, wenn sie Treibstoff hat. Das gilt für Flugzeuge, das gilt für LKWs und für ganz, ganz viele andere Gerätschaften auch. Auch Stromgeneratoren müssen natürlich betrieben werden, damit man autark von einer festen Stromquelle ist. So, meine lieben Zuschauer, also zwei tolle Sachen. Einmal haben wir jetzt den Turm gefunden und das zweite ist, er hat uns gerade Mückenspray gegeben und das hilft zum Glück so richtig gut. Ich habe, glaube ich, auch noch Mückenspray im Auto, aber wir sind natürlich jetzt erstmal weit weg vom Auto. Wir versuchen aber jetzt erstmal nah an diesen Brandwehrturm dran zu kommen, der auch Beschussspuren aufweist und ich hoffe mal, dass wir da einfacher dran kommen. Stimmt, genau. Boah. Willst du mal deine Mückenstiche zeigen? Guck mal, ja, Alessandro leidet richtig. Da hast du noch einen zweiten, ne? Krass. Boah! Was? Ist die da? Eieieiei. Eieiei. Ei. Zeig mal andere Seite. Da ist zum Glück nichts. Was hab ich da? Komm schnell weg hier. Mückenstiche, aber riesige. Echt? Ja. Sieht schlimm aus. Ja, wegen der Mückenstiche. Ich glaube, ich habe aber auch noch Mückenspray im Auto. Ja, so, wir sind da. Und Leute, schaut euch mal dieses Monster an. Da. Aber nicht nur oben, guck mal, hier unten auch. Also hier geht es richtig ab. Oha. Da sind überall Einschüsse. Ey, guck mal die Wand an, die Decke. Da ist einer durchgegangen anscheinend. So, allzu lange wollen wir nicht hier uns aufhalten, oder? Nö, aber ja, ach, gehen wir mal. Hier.
Es gibt gar keinen Aufzug. Das bedeutet, wir kommen gar nicht hoch. Das ist ja schade. Also wir kommen hier hoch, aber dann ist da spätestens Ende. So, schade. Aber ich glaube, aus Gründen der Verkehrsfähigkeit, Verkehrssicherheit, Entschuldigung, ist das gar nicht mal so schlecht, dass wir da nicht hoch können. Ja, definitiv. Aber schaut mal hier. Mehr Türme? Ja, ich komme gleich. Aber schaut euch mal hier. Alles voller Einschusslöcher. Könnte natürlich auch von der Sprengung von anderen Gebäuden sein, dass die hier eingeschlagen sind. Genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Und hier alles voll. Ich komme sofort. Wow. So, dann da seht ihr auch nochmal einen richtig krassen Einschuss. Genau hier. Oh, heftig. Und der Alessandro hat uns ja gerufen. Und wenn der Alessandro uns ruft, dann gehen wir natürlich auch. Voll. Alter Schwede, wir haben die Behälter gefunden. Du hast die Behälter gefunden. Ja, ich habe sie gefunden. Sonst hätten wir die nie gefunden. Aber ich habe noch was anderes gefunden, Jörg. Ja? Deine Jungfräulichkeit? Ja. Okay. Warte, bleib hier stehen. Riechst du was? Hast du gepupst? Was denn? Kommt aus der Nase. Nee, riecht nichts. Ich riech das nicht. Ich riech solche Sachen. Nein! Ja. Nein! Doch, ich riech's. Ich hab's ja schon gesehen. D2 live dabei. Leute, der kleine Mann, der kleine Italiener mit 1,86 hat einfach mal den Eingang in die Unterwelt entdeckt und hat wahrscheinlich keine eigene Taschenlampe dabei. So, hier vorne ist einfach nur ein zweiter Eingang. Aber du riechst es, ne? Also, ich glaube, das ist kein Bunker. Wisst ihr, was das ist? Das sind die Versorgungsstollen, um den Treibstoff, den Kerosin, abzufüllen. Das waren früher die Zuleitungen bzw. Ableitungen. Und wir befinden uns jetzt mitten in so einem Behältnis. Das bedeutet, höchstwahrscheinlich war das früher ausgekleidet. Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es ausgekleidet war. Weil man sieht ja die Rückstände des Treibstoffes nicht. Und dann war hier das entweder das fertige Produkt drin oder aber vielleicht Vorstufen. Das versuche ich noch herauszufinden, Leute. Aber wir befinden uns jetzt mitten in den Behältnissen. Und hier waren früher die Rohre für die Zu- und Ableitung drin. Und das hier ist kein Bunker- oder Stollensystem, sondern hier waren die Rohre. Wow. Mega, mega, mega Anlage schon wieder. Ja. Ja. Tatsächlich hat er hier einen Notausgang gefunden. Gut gemacht. Ja, richtig tolle Anlage. Wow, guck mal, was für ein schönes Wetter. Weißt du, an was das mich erinnert? An Nobel? Korrekt. Ja. Aber das hat hier damals nicht so geschallt, oder? Mega. Nobel. Genau. Also, schaut euch gerne mal das Video Tarnname Ulme an. Das ist die Anlage gar nicht weit von hier. Dort wurde nämlich Dynamit hergestellt für den Zweiten Weltkrieg. Und da waren die Behältnisse ähnlich. Anders, größer, aber ähnlich. Und vielleicht waren das damals auch Behältnisse für Treibstoff oder für Nitroglycerin. Das wusste man nämlich nicht so genau. Und hier finden wir sogar noch ein altes Rohr von damals. Wow. Hier unten auf dem Boden. Es gammelt so vor sich hin. Sieht aus wie Wasser. Ja, aber auf jeden Fall ein Rohr, oder? Ja, hat jemand ein Rohr verlegt. Ja, guck mal, da haben sie sich eingegraben, unnötigerweise. Oh, das gibt ja. Ja, die haben sie hier ja, komplett weggenommen. Also ich denke, die Stahlträger hier, die waren damals, um die Rohre zu halten. Und nach dem Krieg, als die Russen dann auch abgezogen sind, dann hat man natürlich jeden Stahl benötigt, genommen, um den einzuschmelzen und dann in der Nachkriegszeit Dinge zu produzieren. Ein Ausgang. Es kann es eigentlich rauskommen. Und jetzt sehen wir hier so einen Behälter. Und wow, wunderschön. Wir haben Glück, denn die Natur hat uns einen wundervollen Weg bereitet.
Und wir haben Ende September und es ist wunderschöner Spätsommer. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, ihr wisst ja, ich habe Höhenangst. Und sowas hier. Besonders wenn von hinten einer kommt. Geh selber, geh, nee, such den eigenen raus. Das mag ich ja gar nicht. Geh, du bleib da. 1 zu 1, ne? Nur kleiner. Puh. Ist das warm. Bitte? Nein! So, ich versuche noch mal ein bisschen Video zu machen. Also, bei der Anlage von Tanamo Ulme steht ein Schild und auch im Internet, dass die nicht wussten, wofür diese Behältnisse bei der Tanamo Ulme sind. Und wir finden hier bei dieser Anlage gleiche oder ähnliche Behältnisse. Vielleicht halb so tief, aber von der Bauweise ungefähr gleich. Der kommt schon wieder. Und von der... Kannst du bitte... Ja, kannst du trotzdem... Ich gehe rüber, ich gehe rüber. Ich geh rüber. Oh. Und von daher könnte man die Vermutung oder die These aufstellen, dass es sich bei der Tarnfabrik Ulme, also der Fabrik Tarnam Ulme, vielleicht auch um Behältnisse für flüssige Materialien handelte. Ich spiele euch mal dieses Video ein und schildert mir bitte mal eure Meinung. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oh. Leute, seid gespannt. Nicht dein Ernst! Alter! Das sind locker doch 20 Meter, oder? Hast du Angst? Ich aber. Du weißt, was ich habe. Ich habe Höhenangst. Ich habe Höhenangst, Leute. Ich bin ja nur Hobbyarchäologe und so eine Mischung aus Urbex, Adventure und History Channel. Aber wenn ihr das mal direkt vergleicht, schreibt bitte mal eure Meinung da rein. Vielleicht haben wir dieses Rätsel dann gelöst. So, wir gehen mal weiter. Ja, bitte? Nee, die waren nicht offen. Die waren zu. Und guck mal hier. Findest du dieses Bitumen? Ja. Und dieses Bitumen gehe ich davon aus, dass das hier an diesen ganzen Wänden war. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Treibstoff, weil das verunreinigt ja auch, direkt an den blanken Beton war. Das kann... Wenn, dann war das komplett abgedeckt. Das kann sehr gut sein. Tarnnetz. Genau. Guck mal, das... Man kann es nicht 100% evaluieren, ob das hier die Bewegung war, um das Dach zu halten, oder ob diese hier, die nach oben doch, man kann es evaluieren, natürlich. Hier ist es ja abgebrochen, wie ihr seht. Das bedeutet, hier waren keine Haken drin für die Tarnnetze, sondern hier war ein wie auch immer geartetes Dach dran montiert. Aber guck mal, hier ist es ja glatt. Siehst du das? Das bedeutet, hier wird kein Deckel drauf gewesen sein, sondern genau irgendwie vielleicht eine schwere Plastik oder sowas. Genau, den haben wir ja gerade gesehen, ne? Korrekt. Und jetzt sehen wir den von oben. Eigentlich sollten wir hier runtergehen für die Optik.
sind auf dem Rückweg, Leute. Und hier sind überall diese Fundamente, Keller. Die sind befüllt mit Autoreifen und Wasser. Nicht dein Ernst. Leute, wir können doch gar nicht gehen. Wir haben, glaube ich, jetzt erstmal die richtige Anlage gefunden, Leute. Wir haben, glaube ich, gerade erstmal die richtige Anlage gefunden. Nimmst du einmal das Handy, das Ding hier? So, das müssen wir leider noch machen, Alessandro. So, ich bin auch froh, wenn wir hier aus diesem Urwald raus sind. Bei mir schlägt es zum Glück nicht so an wie bei ihm. Sieht auch schlimm aus, aber bei ihm wachsen so gerade richtige Beulen auf seinen Beulen, die Beulen haben. Komm, ich guck schon gar nicht mehr hinterher. Er hat schon keine Lust mehr. Wow! Schaut euch das mal an! Das Ding ist ja riesig! Das Ding ist ja riesig. So, dann wird ein langes Video. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Jetzt am Ende des Videos sage ich es euch. Ist auch geil. Ah, ja. Boah, ich bin komplett durchgeschwitzt. Wow. Also viele Ruinen. Da vorne geht es noch weiter. Das ist auch noch mal ein Riesengebäude. Der Rabe oder der Geier fliegt schon über uns. Der wartet schon darauf, dass wir den Löffel abgeben. Hört ihr das? Der schimpft, dass wir sein Gebiet verlassen sollen. Da oben sind die nackten Stahlstreben. Wenn es sauber ist, das wäre immer so traurig. Ich habe das schon zweimal gehabt, dass irgendwie ein Tropfen auf der Linse war. Und ich habe schon noch 15, 20 Minuten weiter gefilmt. Ich habe mich beim Schneiden so geärgert. Das passiert mir hoffentlich nicht nochmal. Wow. Alessandro hat die Taschenlampe, die habe ich jetzt gerade nicht. Ja, ja. Also schon sehr imposant. Nicht mehr viel da, ist alles zusammengestürzt. Aber das war eine der Hydrierhallen oder Gebäude. Hier wurde hydriert, haben wir vorhin da gelesen. Und da sind wieder die klassischen Durchreichen, weil man natürlich die Schwerkraft genutzt hatte. Also durch ein Verfahren wurde mit chemischen Mitteln Kohle verflüssigt und dann extrahiert. Es gab verschiedene Verfahren und aus dieser Kohle konnte man dann Kerosin und Benzin herstellen. Entweder war es dann halt ein Hydrierwerk oder ein Hehydrierwerk. Boah, guck mal, wie hoch das ist. Heftig. So, gehen wir noch ganz kurz dahin und dann schnell ins Auto, oder? Nebenan. Leute, wahrscheinlich das Highlight. Wir sind nämlich diesen Weg andersrum gegangen. Und normalerweise sieht man diese Behälter höchstwahrscheinlich für die Kohle. Die Frage ist nur, wie haben die Kohle da reingebracht? Das geht ja nur mit Förderbändern in meiner Welt. Hier runtergebracht. Wow. Es ist einfach unfassbar groß. Leider kann ich kein Polnisch. Überall Einschusslöcher und da vorne bricht schon die Wand auseinander. Unvorstellbar. Ich versuche das mal komplett drauf zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich den Winkel treffe. Warte. Ich kann es nicht glauben. Es ist eins der größten Bauwerke, die ich freistehend mal gesehen habe aus der Zeit. Und das nicht hier für irgendwelche Politiker, sondern um die Kriegsindustrie am Laufen zu halten. So, wir lassen gleich auch noch die Drohne fliegen. Ich habe auch mal die Mückenstiche. Wow, aber das ist gerade alles egal, weil ich habe hier die Möglichkeit, ein Relikt. Und hier seht ihr. Das ist noch Kohle, Kohlenstaub. Wir können hier die Geschichte von damals absolut nah erleben. Und hätte es diese Anlage nicht gegeben, hätte der Krieg nicht weitergeführt werden können. Bedeutet, wir sind hier wirklich an einer sehr, sehr wichtigen Kriegsstelle.
Gedenkstätte, die den Krieg noch viel zu lange am Leben gehalten hat. Und hier geht es sogar noch weiter. Es ist einfach unvorstellbar groß. Unvorstellbar groß. Alles unter Wasser mittlerweile. Ich will nicht wundern, wie die Fische sind. Da geht die Anlage noch weiter. Boah, schade, jetzt ich kann zoomen ab. Guck mal. Das sieht aus wie bei den Flugscheiben. Leute, wir sind ja morgen höchstwahrscheinlich, das schaffen wir heute nicht mehr, bei den Flugscheiben. Und merkt euch mal diese Bauform. Merkt euch diese Bauform und die vergleicht mal mit der Bauform bei den Flugscheiben. Vielleicht können wir hier ein weiteres Rätsel oder einen weiteren Mythos aufdecken. Schaut euch mal diese Bauform an. Ich bin mal gespannt, ob diese Bauform gleich ist mit die, wo die Flugscheiben angeblich getestet wurden. Ich glaube ja nicht an Flugscheiben. Ich glaube, dass die Technik deutlich weiter war als das, was wir kennen. Aber irgendwann hört dann auch meine Fantasie auf. So, hier nochmal der Blick dadurch. Schade, dass wir da nicht hochkommen. Aber wir sind nicht lebensmüde. Dafür haben wir aber eine Drohne. Zu sein oder ein Viadukt. Ein Viadukt von der Römer. Mega. Schaut euch das mal an. Nur noch das Stahlkolett. Was Stahlkolett? Das Stahlkolett. Das Dekolletett? Einfach weg. Nach rechts. Und da müsste gleich das Auto stehen. Schaut euch mal meine Hände. Ich bin leicht am Zittern, denn ich habe etwas vor, was ich eigentlich komplett ablehne. Ich gehe gleich schwimmen. Ich hasse nämlich das nasse Element. Keine Ahnung, warum ich das immer mache, aber ja, die Geschichte muss halt erzählt werden, oder? Leute, ich bin auf jeden Fall schon mal drin. Oh.
dann habe ich auch schon die Schieflage gezogen. Ja.